Yeah. Was wäre ein Oldschool-Tape ohne eine richtige Session? Ich hab hier ein paar Homies eingeladen. Vielleicht kennt ihr das noch, pass auf, es geht so. Ist noch einer von den drei Gästen bereit für die Session? Jawohl, ich bin soweit bereit und geb noch eins zum Besten. Nico bereit für die Session? Ich bin bereit für die Session. Benjo bereit für die Session? Ich bin bereit für die Session. Known bereit für die Session? Ich bereit für die Session? Ich bitte dich, das ist kein Thema, denn seit Tagen stapeln sich bei mir die Texte. Neben halb aufgegessenen Hähnchenteilen ist das Betreten meiner Wohnung, das betreten mir im Vergleich. Zieh daher durch Ländereien, suchend die Leute, die mein Leiden teilen. Nun treff ich auf euch Jungs, ist der Platz dazwischen euch noch frei? Ey yo, der Platz ist frei, setz dich. Digga, alles gut, du kannst gerne rappen, während ich nach alten Platten such. Ich step in die Cypher, niemand kennt meinen Namen. Doch ich bin frisch im Wind, so wie mit auf einem Fenster zu fahren. Check meinen Plan, Cypher rappen, freundliche Competition. Ich komm in Kreis mit dicken Joints, nicht nur um zu kiffen, sondern um die anderen so platt zu machen, dass sie alle krass verkacken. Der DJ schafft es nicht mal mehr, am Takt zu cutten. Nein, ich hab keinen Lappen, hör auf mich abzufucken. Ich renn zu Fuß, würde auch gern rauchen, aber muss morgen früh zu einer MPU. Seit Jahren parke ich meinen Wagen nur in der Tiefgarage und dank euch rieche ich wie eine Weed-Plantage, doch ich bin bereit für die Session. Bist du bereit für die Session? Ich bin bereit für die Session. Bist du bereit für die Session? Ich bin bereit für die Session. Bist du bereit für die Session? Ich bin bereit für die Session. Zeit, um zu rappen. Damals war ich 8, jetzt bin ich bereit für die Session. Und zwischen all den Nemos fühle ich mich wie ein Haifisch im Becken. Ich mach nur Spaß, bin viel zu bar, von mir auf Harten zu machen. Doch bin hier offiziell der Typ mit dem smartesten Lachen. Aha. Sam Suave, Benjo und der Walansee anschlagen Wellen wie Wellenbrecher. Rap-Bamin den Welt verbessern. Nur scheitert die Karriere im Kabel. Salat. Wir sind fresh by nature, fakey nur beim Skateboard und high wie beim Achterbahnfahren. Was für ein Schmarrn, jetzt schlagen meine Nachbarn Alarm, denn ich hab den Hund meines Vermieters letzte Nacht überfahren. Mit dem Dreirad meines Neffen, total besoffen am Steuer und ihn dann kurzerhand gegrillt direkt am offenen Feuer. Rap heute ist doppelt so teuer, aber nur halbe Quali. Halli, Galli, Rapper haben den Style von Aldi, weil sie halt die Kultur nicht verstehen und nicht dolmetsche, kein Bling Bling, doch in der Plattenkiste Goldschätze. Yo, bist du bereit für die Session? Ich bin bereit für die Session. Benjo bereit für die Session? Ich bin bereit für die Session. Nico bereit für die Session? Wer ist der Beste, der King? Wer ist der Chef hier im Ring? Mir scheißegal, ist wie mit deiner Mom, ich steck da nicht drin. Doch sobald die Session beginnt, stehle ich euch Welp in die Show. Immer noch dasselbe Niveau, immer noch das gelbe Trikot. Licht. Don't stop all, I'm just a rapper. Vollends geflasht auf Effekter. Mit Wörtern statt Schwertern, komplexer Mehrwert statt einer Tagline. Das Fleisch wird älter, doch der Geist bleibt 16 und verändert. Das Session mit mehr Flavor gibt's vielleicht nur noch im Weltall. Ich bin so bereit, weil ich immer schon der Derbste war. Ladies in der ersten Reihe sterben an einem Herzinfarkt. Heute hier im Studio mit alten Hasen lerne was. Trag das grüne Trikot, weil ich's gelbe nicht so gerne mag. Ich wär bereit für die Session, doch hab mein Reimbuch vergessen und hab's geschafft, mir auf dem Weg hierhin das iPhone zu smashen. Finger ein paar Reime, die mir einfielen, auf eine Zeitung zu taggen. Aber die wurde dann anscheinend von einem Einhorn gefressen. Sagten zwei Politessen, Blondinen, eindeutig Lesben. Ich fragte sie, wo ist das Einhorn denn jetzt hin? Und sie zeigten nach Westen, deshalb bin ich doch nie bereit für die Session. Und das sind keine Ausreden. Reden, ich schwör, ich weiß, es ist ätzend. Dann glaube ich, ist die frühen 90er Jahre eine sehr positive Stimmung, wenn man von hier redet, weil es viele Leute gab, die Hip-Hop gemacht haben, aber eben ein paar, und man immer froh war, wenn man ihn getroffen hat, der gleichgesinnt war. Und so haben sich ziemlich schnell Leute innerhalb der Städte getroffen, sei es in Hamburg, in Heidelberg, in Stuttgart, in Frankfurt, Berlin, sei es auch überregional, dass man eben von einem Ort zum anderen getingelt ist, gefahren ist und eigentlich gefeiert hat, dass es diese Clique, diese Community gibt, die aus relativ wenigen Hartgesottenen bestand. Dann glaube ich, die 90er Jahre geprägt, natürlich die frühen 90er durch das Aufkommen von neuen Bands. Technisch war Rap an einem guten Punkt. Durch Leute wie Rakim oder Big Daddy Kane, die eigentlich schon gegen Ende der 80er, Anfang der 90er Rap auf ein ziemlich hohes Level gebracht hatten, was die Technik anging. Und von da konnte man losgehen und neue Sachen ausprobieren und dem Ding auch neue Inhalte geben. Und war natürlich maßgeblich Native Tongue Family mit